Jo moin Leute, Goldpriester hier. In diesem Video gibt es jetzt Tipps und das beste Setup für die neuen Panzer, und zwar im 8 Querhund und Puma. Wusstet ihr eigentlich, dass man mit dem Puma bei Alzundan sogar da die Treppen hochfahren kann? Der passt genau dort rein. Wenn ihr jetzt die neuen Panzer leveln wollt, empfehle ich euch, da Panzersturm oder Provence zu spielen. Auf Panzersturm habt ihr insgesamt 7 Panzer zur Verfügung und auf Provence insgesamt 4. Leute, denkt daran, wenn ihr die Panzer leveln wollt, dass ihr nicht nur durch Kills diese Panzer levelt, sondern auch durch Flaggeneinnahmen. Okay, kommen wir jetzt zum Puma-Panzer. Das größte Problem ist seine 20mm Autokanone im Kronzustand. Die müsst ihr unbedingt upgraden. Ich hatte das jetzt schon ein paar Mal gegenüber den German-Panzer, dass der Wende gar kein Damage verursacht wurde oder nur sehr geringer. Ich kann euch hier mal so ein Beispiel zeigen. Ich kann jetzt noch nicht zu 100% sagen, ob das jetzt ein Bug war oder ob das ein Perk beim German-Panzer war. Okay, wir schauen uns jetzt mal den Skillbomb beim Puma-Panzer an. Und zwar, beide neuen Panzer sind im Grunde genommen sehr schnell und wendig, müssen aber eher defensiv als offensiv gespielt werden. So, beim Puma-Panzer sieht es folgendermaßen aus, und zwar braucht ihr da keinen verbesserten Rauch. Die zwei Optionen, die euch hier zur Verfügung stehen, sind im Prinzip komplett nutzlos. Der Rauch im Grundzustand ist schon völlig ausreichend. Es gibt meiner Meinung nach nur ein Hauptsetup, und zwar sieht das folgendermaßen aus. Man könnte eventuell auf dritter Ebene nochmal die größere Kanone verwenden, aber dann wird wieder die Feuergeschwindigkeit reduziert. Wie gesagt, das ist mein Hauptsetup, was ich jetzt verwende, und das hat sich als bestes herausgestellt. So, jetzt kommen wir gleich zum Greyhound. Und zwar, wusstet ihr, dass es wieder Dynamit-Jeeps gibt? Und zwar, ich dachte, ich sehe ja nicht richtig beim Editieren. Und zwar, der eine fährt im Prinzip, der andere hat vorher das Dynamit drauf gemacht. Und dann steuern die im Prinzip hier auf den Sturmticker drauf zu. Und der andere beim Beifahrersitz braucht einfach bloß noch zünden. Und dann haben sie den hier völlig platt gemacht, also. So, jetzt kommen wir zum Greyhound-Panzer. Und zwar, dieser hat im Grundzustand schon eine größere Kanone. Die feuert zwar langsamer, aber richtet dafür einen größeren Schaden an. Also ich verwende hier nur ein universelles Hauptsetup, und zwar sieht das folgendermaßen aus. Bei der vorletzten Ebene könnte man auch erhöhte Drehgeschwindigkeit verwenden, aber ich finde die halt schon recht schnell. Und deshalb habe ich dann diese Markierung links gewählt. Auch hier könnt ihr wieder auf der dritten Ebene die größere Kanone testen, dadurch wird aber die Geschossgeschwindigkeit wieder deutlich langsamer. Und dadurch würden natürlich auch die zwei größten Stärken wegfallen, und zwar die Schnelligkeit und Mobilität. Deswegen kann man das halt mal zum Testen verwenden, aber als Hauptsetup würde ich wieder meins verwenden. So, ich habe jetzt hier anschließend noch ein Best-of von beiden Panzern zusammengeschnitten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein paar Likes und ein Abo da lasst. Achso, und ihr seht gleich noch, was passiert eigentlich, wenn ein Sturmtiger-Panzer auf einen Puma-Panzer mit 100% feuert. Das wird auch gleich noch gezeigt. Okay, jetzt viel Spaß dabei, euer Goldpriester. Achso, ich hatte noch was vergessen, und zwar die panzerbrechende Munition, die ihr bei diesem Skillbomb ausgerüstet habt, die verwendet ihr speziell nur gegen Panzer. Ansonsten halt die Standardmunition verwenden von der Hauptkanone.
Kommissar.